Servus und Hallo! Die Geburt unseres Enkelkindes steht an und so machen wir uns auf den Weg, um die werdenden Eltern zu unterstützen. Also, alle, die uns begleiten wollen, bitte einsteigen und anschnallen. Es geht nach NRW ins Münsterland, Neunkirchen bei Rheine. Auf geht's! Wir haben diesmal unsere Tiger im Schlepptau, um dort unten ein wenig die Gegend unsicher zu machen. Wir kommen bei sehr schönem Wetter an und nutzen die Gelegenheit, um direkt unsere erste Motorradtour zu machen. Es geht nach Hochmoor, zu einem kleinen Moped-Trip. Na, Lust mitzufahren? Naja, wir rücken ein wenig zusammen, irgendwo haben wir schon Platz. Also, aufsteigen, los geht's! Unsere Tour führt uns von Neunkirchen über Hochmoor nach Dorsten, das sind knapp 100 Kilometer, um dort meiner Schwester einen Besuch abzustatten. Gefilmt habe ich das Ganze mit der Insta360R. Das Schöne bei der Kamera ist, sie ist am Halter. Ich brauche auf nichts achten, ich stelle sie ein und zu Hause oder im Äumel schaue ich mir die Aufnahmen an und kann die Aufnahmen drehen, den Blickwinkel ändern. Das macht es halt echt einfach.
so angekommen, ihr habt es geschafft, ihr seid erlöst, alles absteigen. Na und eins ist klar, wenn Onkel Hardy mal mit dem Moped da ist, dann muss der Kleine auch drauf. Und der hat einen Heidenspaß gehabt. Tja, und so sieht der Eumel aus, wenn ich dann mal Filme bearbeite. Ja, und das ist Vaters Kind, ne? Also, Schatzsuche geht immer, auch im 9. Monat. Da das Kind sich noch Zeit ließ, haben wir dann auch noch einen Besuch am Offlummer See gemacht, der ganz in der Nähe liegt. Und das heißt natürlich Drohne auspacken und ein paar schöne Flüge über den See. Aber halt stopp, erstmal wird das Restaurant ausprobiert und ich kann nur sagen, lecker vom Feinsten. Und man kann in dem See nicht nur baden, es gab Stand-Up-Paddler, wir haben Taucher gesehen, es gab viele Angler und direkt anschließend an dem See gibt es auch einen Mountainbike-Park, wo man sich mal richtig austoben kann. Aber jetzt genießt erstmal den Flug. Auf der anderen Seeseite ist wohl ein Unfall passiert und es kam dann auch ein Rettungshubschrauber, so dass ich dann meine Filmaufnahmen einstellte, als der Hubschrauber dann doch näher auf unsere Seite kam. Am nächsten Tag gingen wir in die Stadt, das Dorf, naja, ich glaube Stadt muss man sagen, Neunkirchen. Und hier zeigen wir euch einige Impressionen von diesem süßen Städtchen. Thank you.
Ja, und eines Nachmittags, dieses possierliche Tierchen zeigte uns, warum wir eigentlich da waren. Da war doch was im Busch. Und tata! Willkommen auf der Welt! So, und nun ist es amtlich, ich bin offiziell Opa. Aber ein stolzer Opa. Die Kleine ist doch auch süß. Und hat uns auch als Opa und Oma schon voll ins Herz geschlossen. Auch nutzte ich die Zeit, um noch einige Anbaumaßnahmen am Eumel durchzuführen, unter anderem einen Pickstop, einen Einbruchschutz. Es gab auch einen Film, der ist auf mysteriöser Weise verschwunden. Ich will da keinen anschauen, ne Schatz? So, guten Morgen, wenn das so losgeht. Nein, wenn die Bilder so ausschauen, dann heißt, ja, es geht gleich wieder los. Wir fahren jetzt erstmal wieder zurück nach Nürnberg und werden dort noch ein, zwei Wochen bleiben. Und dann machen wir uns, glaube ich, auf den Weg nach Spanien. Ja, wie ihr seht, werden noch die letzten Handgriffe hier gemacht. Motorrad, unsere Tiger ist gut verschnürt und verstaut. Und dann kann es losgehen. Jo. Ja, und in Gerona legten wir einen Zwischenstopp ein. Das ist ungefähr 100 Kilometer vor Würzburg. So, von Münsterland nach Nürnberg haben wir jetzt Zwischenstation gemacht in Markt Gerona. Ein kleiner Stellplatz für 1, 2, 3, 4, 5, offiziell für 6 Camper. Es gibt hier Fähr- und Entsorgung, es gibt hier Ströme. Ups. So, es ist auch für etwas längere Wohnmobile oder für Kastenwägen mit Anhängen. Ja, also wir hätten noch einen kleinen Tacker Platz nach hinten gehabt, aber wir lassen ihn jetzt so stehen. Ja, von hier aus kann man schöne Wanderung machen. Ein WC ist im Bürgerhaus und da drüben ist die Fähr- und Entsorgung. Die zeige ich euch dann morgen. Und jetzt gehen wir gleich lecker essen. Hier soll es eine gute Gaststätte in 2 Minuten Fußweg geben. Also hier ist die Platzordnung. Die Gemeinde wünscht sich eine Gebühr zwischen 5 und 10 Euro, die freiwillig hier in diesen Kasten geworfen werden können. Die Toilettenanlagen sind von 7 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Fähr- und Entsorgung gucken wir uns gleich an. Und zwischen 22 und 6 Uhr sollen Aktivitäten vermieden werden, die Lärm verursachen. Was ich besonders positiv finde, ist, dass zwar Feuer grundsätzlich nicht gestattet ist, aber Kochen und Grillen mit zugelassenen Elektro- und Gasgrillen erlaubt. So, da ist Paul das Huhn. Ja, gut, dann schauen wir mal weiter. So, hier ist direkt ein kleiner Bach. Nach rechts sieht schön aus. Ja. Also ich filme jetzt mal nach rechts. Guck doch mal. Sieht auch viel schöner aus. Ja. So, jetzt gehen wir mal zur Fähr- und Entsorgung. Ja, hier kann auch der Müll entsorgt werden. Wie es auf der Ordnung steht, in haushaltsüblichen Mengen. So, und da sehe ich, alles perfekt. Entsorgung, Kassettentoilette,
und Grauwasser. Alles da. Ja, super. So, steht da. Frischwasser, Geldstück einwerfen, 1 Euro 100 Liter. Ja, hört sich doch auch gut an. Ich guck gerade, da ist Kassette spülen und da ist Trinkwasser. Sehr gut. Ja, und im Moment ist es hier sehr ruhig. Bis auf ein paar Hofhunde, aber die stören uns nicht. So, und dann gehen wir jetzt mal durchs Dorf. Aber vom Stellplatz aus haben wir einen kleinen Spielplatz entdeckt. Und den zeigen wir euch jetzt auch nochmal. Na schau, das ist doch mal bienenfreundlich. Oh ja. Jo. Unter 12 Jahre. Ja, ganz schön vergessen. Nix Tischtennis spielen. Ja. Ja. Da hinten ist noch ein Bogenschießstand, so wie es aussieht. Ja. Und ein kleiner Bolzplatz. Ja, und von hier aus kann man direkt gut loslaufen, ja. Ne? Ja. Sehr schön. Echt fein angelegt. Das ist die Zufahrt. Der Stellplatz befindet sich 4 Kilometer von der Autobahn entfernt. Also schön zentral gelegen, auch mal für eine kleine Übernachtung. So, gehen wir mal Richtung Kirche, ne? Mhm. Im Dorfmittelpunkt. Ist alles vorbildlich ausgeschildert. 17 Kilometer bis zum Kreuzberg. Aha, also 17 Kilometer bis zum Kreuzberg. Hier überall schön die Camperschilder. Da hinten, wo die Tür auf ist, ist auch ein Schild dran. Da sind die WCs, die man nutzen darf bis 22 Uhr. Da vorne mal gerade hergekommen, da ist der Stellplatz, da seht ihr noch das Gemeindehaus und einmal rumgeschenkt, zack, da ist das Gasthaus Böll. Das testen wir jetzt mal. Oh, die haben sogar mit Außengastung, sehr gut. Das Essen war übrigens sehr lecker, es gab Kürbis, Ingwersüppchen und ein echtes Wiener Schnitzel in Butterschmalz gebacken. Diesmal hat meine Frau ein kleines genommen, deswegen ist die Portion nicht so groß. So, das ist so eine Männerportion. So, und direkt hier ist auch eine Tankstelle. Wenn ich schicke Mauer. Eine Wehranlage. So, gut gegessen haben wir. Haben uns auch noch mal kurz die Kirche angeguckt, die aber leider zu hatte. Aber das Interessante bei dieser Kirche ist die schöne Wehrmauer rundherum. Mist für mich. So, und jetzt gehen wir zum Eumel. Und dann gibt's Füße hoch. Ne? Ja, erst gibt's dann Kaffee. Und dann gibt's Füße hoch. Ja, vielleicht trinke ich noch ein Bier. Mal schauen. Dann trinke ich nicht.
Ja, da muss ich doch zu Hause mal nachgucken, was da für eine Schlacht war. 1870, 71. Ja, wir hatten eine ruhige Nacht und sind am nächsten Tag nach Nürnberg weitergefahren. Diesmal war der Film etwas anders, aber wir haben ja schon die nächste Reise vor. Wo soll's denn hingehen? Erstmal geht es quer durch Frankreich. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, wenn man nach Spanien möchte. Dann möchten wir ein wenig die Pyrenäen unsicher machen, besuchen ein Lost Place, also einen verlassenen Ort, den größten Bahnhof Europas, der in den Pyrenäen liegt. Dann geht's weiter nach Pamplona, dann mein Highlight ist die Badenas-Wüste, dann geht's weiter nach Saragossa, dann Richtung Madrid, Toledo und ja, und. So genau wissen wir es noch nicht. Es ist nur erstmal ein Teil geplant, eine Teilstrecke, aber seid gespannt und wir sehen uns. Also, bis denne!